Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich habe heute wieder ein Video für euch. Und zwar hatte ich über Instagram Maxim Giacomo geschrieben und ihn darum gebeten, mir einfach mal ein paar Farben aus seiner Lidschattenpalette zu nennen. Und zwar die in Zusammenarbeit mit Catrice. Er hat mir tatsächlich ein paar genannt und ich werde euch einfach mal kurz vorlesen, welche er mir genannt hatte. Und zwar Poco di Acqua, Limone, Boyfriend, Story Openings und Bossy. Ich bin gespannt, was ich damit hinkriegen werde, denn es geht ja auch nicht nur in diese blaugrüne Richtung oder in diese etwas kühlere Richtung, sondern halt eben auch in die etwas wärmere mit diesen beiden Farben hier. Und dann würde ich auch schon sagen, ich hole euch mal ein Stückchen näher ran und dann fangen wir auch schon an. Ich starte zuallererst wieder mit der Urban Decay Eyeshadow Primer Potion, die benutze ich ja immer. Ich glaube, ich fange mal mit Boyfriend an, denn das ist der hellste Ton. Die werde ich dann sozusagen als Übergangsfarbe benutzen und tupfe die jetzt erstmal hier schön in die Lidschattenbase. Und ihr könnt erkennen, sie ist wirklich gut pigmentiert und die Farbe an sich ist auch wirklich sehr, sehr schön. Das ist tatsächlich eine der Farben, die ich nicht kreidig finde. Dann gehe ich jetzt einfach mal direkt in die Farbe Story Openings. Das ist ja ein etwas dunklerer Ton im Vergleich zu Boyfriend. Und gebe mir den hier so mit auf. So, dann nehme ich den gleichen Pinsel und gehe nochmal in Boyfriend rein. Und blende mir das alles hier so schön zusammen, dass es einen perfekten Übergang ergibt. Was haben wir da noch? Bossy. Bossy ist auf jeden Fall dieser dunkelgraue Ton hier oben. Da gehe ich mit so einem etwas kleineren Blendepinsel rein und könnt es erkennen, also der ist direkt vollgeladen. Und den stempel ich mir hier so ein bisschen hin und gehe aber auch gleichzeitig hier noch so ein bisschen runter wie so ein V. Und genauso auch auf diese Seite. Um jetzt mal das Ganze ein bisschen aufregender zu gestalten, werde ich jetzt einfach auch mal heute eine Cut Crease dazu ziehen. Einfach auch, weil ich das alles so ein bisschen intensiver haben möchte. Ich nehme jetzt mal von Rival de Loupe den Color Correcting Concealer und gebe mir einfach mal so ein bisschen hier auf den Handrücken. Und dazu habe ich halt eben so einen Pinsel. Ich werde mir das dann eben hier schön ausradieren, alles so gut wie möglich. Wie ihr erkennen könnt, hat der Concealer eigentlich an sich nicht wirklich viel an Farbe weggenommen, aber es hat jetzt zumindest mal so ein bisschen alles etwas sauberer gemacht. Dann machen wir mal die andere Seite. So, jetzt habe ich auch gleichzeitig nochmal eine stickige Base und werde mir dann eben jetzt Limone und Poco di Acqua auf mein bewegliches Lid geben. Das ist jetzt mit Pinsel, ich werde es jetzt aber mit Finger machen. Dann nehme ich nochmal diesen kleinen Pinsel, den habe ich auch schon aufgeladen und mache hier nochmal dieses V etwas deutlicher. Und jetzt möchte ich mir Bossy auch nochmal am unteren Wimpernkranz aufgeben. Und jetzt kommt dann der krönende Abschluss. Ich gehe jetzt in Poco di Acqua und toppe das hier vorne hin. Perfekt. Irgendwie muss ich sagen, das Poco di Acqua hatte ich so ein bisschen anders im Kopf. Also ich finde, das sieht jetzt auch auf meinem Auge viel, viel dunkler aus als auf dem Finger. Ich gebe es jetzt einfach mal nochmal hier so ein bisschen mit rüber. Ich finde, das sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Das ist ein Look, den würde ich definitiv so nicht schminken. Bevor ich aber weiter rede, würde ich sagen, ich mache jetzt mal meine Base fertig. Meine Augenbrauen werde mir Wimpern aufkleben und dann sehen wir uns zu einem abschließenden Fazit wieder. So ihr Lieben, ich bin wieder zurück. Ich habe jetzt alles fertig gemacht. Base, Augenbrauen, Wimpern und Lippen. Also ich habe jetzt praktisch nur meine Kontur gezogen noch zusätzlich. Ich dachte, ich probiere einfach mal mit euch noch Hi Friends als Highlighter aus. Das würde ich wirklich super gerne mal machen. Habe ich bisher auch noch nicht. Ich nehme jetzt einfach mal so einen richtig großen Blendepinsel und dippe da mal schön rein und trage den dann eben hier mal schön als Highlighter auf. Also wenn man es richtig krass haben will, kann man auch mit dem Finger reingehen
und sich das hier so hintupfen, dann hat man direkt einen krasseren Effekt. Also auch da muss ich sagen, hat Maxim gut mitgedacht, indem er einfach diesen etwas helleren Ton mit reingebracht hat. Dann kann man eben auch so ein bisschen highlighten, falls man zum Beispiel keinen extra Highlighter mitnehmen möchte, wenn man in den Urlaub geht oder so. Und ich denke, ihr könnt es erkennen, das ist wirklich sehr schön und es geht auch wirklich gut als Highlighter durch. Was ich jetzt auch gerne noch gemacht hätte, wäre halt Blush davon zu verwenden. Da muss ich aber sagen, dafür sind mir die Pfännchen persönlich etwas zu klein. Also ich weiß ganz genau, ich würde in alle anderen mit rein dippen. Deshalb nehme ich heute Maxim zuliebe einen Blush, den er zurzeit wirklich sehr, sehr liebt. Und zwar ist es der Cheek Lover von Catrice in der Farbe 010 Blooming Hibiskus. Den werde ich dann benutzen, weil das halt eben ein Produkt ist, was ich mir wegen ihm nachgekauft hatte. Und dann dippe ich da mal eben schön rein. Seht, ich habe auf jeden Fall was auf dem Pinsel gekriegt. Und dann gebe ich mir den jetzt hier gerade mal auf. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Ich habe auch übrigens Maxim zu Ehren auch meine Augenbrauen so nach oben gebürstet. Das mache ich eigentlich auch mittlerweile fast gar nicht mehr. Ich bin ja da so schlau und versuche meine ganzen Mini-Mascaras aufzubrauchen. Ich habe heute zum Beispiel die hier, die Better Than Sex Mascara von Too Faced genommen. Oder die, das sind, also die beiden hatte ich im Maybelline Adventskalender von 2020 drin. Und das wurde mir halt eben bei Look Fantastic mitgeschickt. Die brauche ich ehrlich gesagt als Augenbrauengel auf, weil ich persönlich finde, Mascara hält ziemlich gut auf den Augenbrauen. Sonst würden sie ja auch manche Wimpern nicht nach oben halten. Das können aber natürlich nur Leute machen, wo halt eben schwarze Augenbrauen haben. Auf jeden Fall. Jetzt mal zum Look. Ich denke, ihr könnt es ganz gut erkennen. Also, der Look ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Und ich muss sagen, Maxim, good job. Du hast wirklich sehr, sehr gute Farben ausgesucht. Ich persönlich finde, das sind Farben, auf die wäre ich persönlich so nie gekommen. Also, ich hätte die selber so nicht ausgesucht. Und dafür ist es trotzdem ein erstaunlich cooler Look geworden. Ich bin gespannt, ob er das Video sehen wird. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Denn ich bin ein riesengroßer Fan von Maxim. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal so extrem klargestellt habe. Mein Ding ist halt einfach tatsächlich, ich gucke bei ihm jedes Video von Anfang bis Ende. Und das habe ich wirklich nur bei sehr wenigen YouTubern. Das ist nämlich wirklich ganz, ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Wenn ihr einen Lieblings-YouTuber habt, guckt das wirklich von Anfang bis Ende. Selbst wenn euch das Video vielleicht nicht unbedingt interessiert, gebt immer einen Daumen nach oben. Schreibt einfach einen Kommentar, wenn ihr das nicht möchtet. Reicht auch einfach einen Daumen nach oben und einfach das Video komplett durchlaufen lassen. Ihr könnt es zum Beispiel auch machen, wenn ihr gerade eh am Aufräumen seid. Dann legt das Handy mit dem Video an zur Seite und lasst es einfach durchlaufen. Damit unterstützt ihr uns alle so unglaublich und es hilft uns auch, unsere Reichweite zu erhöhen und auch allgemein immer präsent zu sein. Es ist einfach eine Unterstützung. Also, wenn ihr jemanden wirklich mögt, dann wäre das wirklich lieb. Egal bei wem, nicht jeder guckt die gleichen YouTuber. Ihr habt bestimmt auch YouTuber, die ich zum Beispiel noch gar nicht kenne. Ihr könnt mir auch mal super gerne in die Kommentare schreiben, bei wem ihr denn wirklich jedes Video guckt, von Anfang bis Ende. Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, wie ihr diesen Look findet, den Maxim für mich ausgesucht hat. Wie gesagt, ich finde, er ist wunderschön geworden und vielen Dank nochmal an dieser Stelle, Maxim. Ansonsten würde ich mich von euch verabschieden. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, wann auch immer ihr dieses Video guckt. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!